Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Ich habe euch heute eine RG, also eine originale Röhm RG 300 mitgebracht. Die befindet sich in so einem Schlangenhaut-ähnlichen Koffer oder vielmehr Pappkarton. Hier ist noch die Artikel- oder Identnummer mit goldenem Aufdruck. So, im Koffer befindet sich die Gebrauchsanweisung. Die zeige ich euch mal, wenn ihr möchtet. So. Die filme ich einmal ab. Für alle, die es interessiert. Auf Englisch und auf Französisch. Hier haben wir eine Explosionszeichnung. Mit Teile Nummern. Und auch noch eine Ersatzteilliste. Die Ersatzteile müssten eigentlich noch gleich sein. Ich weiß nicht, ob man über Umarex, die ja Röhm aufgekauft haben, oder die Sparte zumindest, ob man die noch bekommt als Ersatzteil. Weiß ich nicht. Achso, hier geht auch noch was. Hier geht es auch noch weiter. So. Also im Zweifelsfall immer an den Fachhändler wenden. Glaube ich, ist gar nicht so schlecht. So, hier haben jetzt die Magazine mit der Waffe. Die sieht dann so aus. Röhm RG 300. Ist jetzt ein bisschen verkratzt. Ist mir aber egal, ist eine reine Silvesterwaffe. Da lagen jetzt die Magazine drauf. Muss aber nicht sein. Die Waffe ist im Kaliber 6mm Flobert Platz mit der PTB Nummer 327. Die Oberfläche ist röhmtypisch hochwertig, weist sogar so ein bisschen so wie Schleifspuren auf. Das wirkt dann so ein bisschen, als wäre das Stahl, ist es aber nicht. Vom Design her ist er auch angelehnt an eine Pistole. Im Prinzip ist das Teil aber eigentlich ein Revolver, denn es hat keine Trommel, aber zwar dafür wie eine aufgeklappte Trommel, wenn man so möchte. Das ist praktisch wie eine Trommel. Denn es ist jetzt auch wenn es die Patronen da drin stecken, sind das jetzt hier keine Läufe im Sinne vom Waffengesetz, sondern wie eine Trommel zu behandeln. Die Waffe vom Design her hat hier so zwei Aussparungen, die sollen wohl andeuten, dass da Patrönchen rauskommen, tun sie aber nicht. Die Griffschalen sitzen fest. Knarzen nicht, sind aus Kunststoff. Dann haben wir hier drei Einstellmöglichkeiten. Einmal E für Entladen, S wie Sicher und F wie Feuern. E wie Entladen. Ich habe jetzt ein Magazin vorne drin. Die werden vorne reingeschoben. Ich hole das gerade mal raus. Also, Magazin wird vorne eingesetzt. Das hat hier so eine Kante, also eine abgeschrägte Ecke. Diese muss hier vorne beachtet werden beim Einführen. So, dann wird das Magazin ganz eingeschoben, bis es einrastet. Und dann bleibt es bündig vorne drin. Wenn man jetzt schießen möchte, stellt man den Feuerwahlhebel auf F, wie Frieden. Dann kann man abschießen 10 Mal. Hinten öffnet sich dann die Ladeklappe. Das Magazin kommt dann, wenn es verschossen ist, hinten nach 10 Schuss raus.
Die Ladeklappe ist federbelastet. Die kann, wenn sie ganz runtergezogen wird, unten bleiben. Im Übrigen verdreckt die Waffe recht schnell durch die Munition. Und ja, es gibt Angaben im Internet, die besagen, dass nach ca. 200 Schuss die Waffe demontiert und gereinigt werden muss. Denn es ist in der Tat so, die Waffe selber hat ja keine Laufsperre. Braucht sie auch nicht, weil sie um die Ecke schießt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier genau sieht. Nicht wirklich. Also man kann jetzt nicht bis unten schauen. Das wird schwierig. Also im Prinzip schlägt dann ein Hammer, der, wenn man drückt, gespannt wird, dann nach oben schnellt, klack, schlägt dann praktisch auf die Patrönchen drauf. Die schießen nach hier oben um die Ecke und die Gase kommen dann praktisch um 90 Grad nach vorne raus. So läuft das bei der RG6, 600 und 300 und RG3 auch. Ich habe für die Waffe drei Magazine mir besorgt, was auch sehr sinnvoll ist zu Silvester, denn diese zu laden ist nicht gerade eine Freude und man ist, glaube ich, froh, wenn man ein paar Sterne hochschießen möchte. Wenn man dann schon vorgeladene Magazine hat, denn es ist sehr fummelig und mit Handschuhen, also so gut wie nicht zu bewerkstelligen. Als Munition habe ich diese Codex jetzt benutzt dieses Jahr. Die waren zuverlässig, es hat alles gezündet. Muss ich sagen, also Waffe und Munition sehr zuverlässig durchaus. Verwendet habe ich diesen Abschussbecher hier. Dieser ist bei der Waffe dabei. Wenn man den jetzt einschraubt, fällt einem auf, dass der Abschussbecher etwas nach oben zeigt. Das ist auch nötig. Ich halte das mal so. Ich hoffe, man sieht das so. Also der steht so ein bisschen nach oben, damit man die Magazine einschieben kann. Also man sieht hier, das würde sonst ein bisschen knapp werden. So klappt das also. Der Abschussbecher selber hat keine Entlastungsbohrung an der Seite. Hat auch einen guten Durchmesser. Warum? Ganz einfach, weil diese kleinen Patrönchen, Flobert-Platzpatronen einfach recht wenig Energie haben. Deswegen wird alle Energie verwendet darauf, die Geschosse hochzubringen. Steighöhe habe ich jetzt circa, würde ich sagen, bis 20 Meter. Ja, geschätzt, gesehen. Auch mit unterschiedlichen Herstellern. Also Leuchtsterne verschossen, das war kein Problem. Es hat auch alles gezündet, tadellos. Gab keine Zündversager. Insofern bin ich mit dieser Waffe sehr zufrieden gewesen. Sie ist auch nicht so laut wie eine 9 mm. Und daher würde ich jetzt einfach mal behaupten, fürs rein zum Sterne hochschießen mehr geeignet als alles andere. Weil die Kosten sich auch sehr in Grenzen halten. Ich sage jetzt mal so 5, 6 Euro für 100 Stück sind da durchaus drin. Das ist billiger als 9 mm Munition, die ja pro 50er Einheit, ja, je nachdem wie man einkauft mit Versandkosten oder auch nicht, kommt man schon bis 15 Euro dann bei 50 Stück in 9 mm Pack. Ja, noch eine kleine Besonderheit hier ist noch ein Dorn. Dieser ist gedacht für abgeschossene Patronen, die sich nicht leicht aus dem Magazin entfernen lassen zum Teil. Dann sticht man einfach durch diese Öffnung hier vorne mit diesem Dorn da rein und drückt die praktisch so nach hinten raus. Dafür ist dieser Dorn hier gedacht. Also eine Entladehilfe. Ja, also für wen ist diese Waffe geeignet, gedacht? Die ist auf jeden Fall
gedacht für Leute, die günstig an Silvester verschießen möchten. Sei es einfach nur Platzpatronen oder halt auch mit Effekten, mit Leuchtkugeln und diversen Rattern und Pfeifern. Da macht das kostengünstig Sinn und auch die Lärmbelästigung wird auf ein Mindestmaß begrenzt. Zuverlässig ist die Waffe ja auch, muss ich sagen. Der einzige Nachteil ist vielleicht wirklich je nachdem, wie viel man hochschickt in den Himmel, nach 200 Schuss sollte man die tatsächlich dann mal reinigen, weil sich der ganze Schmauch dann wirklich in dieser 90-Grad-Kurve hier oben, die ich gerade erklärt habe, oben sammelt. Man müsste dann diesen Stift hier raustreiben. Und unter der Griffschale ist, meine ich, auch noch irgendwo einer. Dann kann man diesen Schlitten so nach oben abnehmen. Und dann kann man vom Schlitten unten gesehen dann diesen 90-Grad-Winkel erreichen. Und dann müsste man den auskratzen oder wie auch immer reinigen. Denn mit der Putzbürste, wo ist sie? Früher hatte ich eine. Nee, war nicht hier drin. Mit der Putzbürste kommt man halt wirklich nur hier minimal vorne rein. Und dann ist dann auch schon bald Schluss. Ja. Also, ansonsten zur Selbstverteidigung. Es gibt zwar so kleine Flobert CS-Platzpatronen, aber die sind, glaube ich, nicht so wirklich effektiv, weil einfach die Energie der Flobert-Knallkartusche da nicht ausreicht, um eine große Wolke zu generieren. Davon würde ich also Abstand nehmen. Preislich liegen wir bei der Röhm RG 300 circa um die 80 € in diesem Zustand und dieser, also mit dieser Originalverpackung, so ein Magazin gebraucht, keine Ahnung, vielleicht 5 €. Neu kosten die, glaube ich, zwischen 8 und 10. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Einfach mal selber nachgoogeln. Wenn euch das Video zu der Röhm RG 300 gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal.